Hallo liebe Eltern, liebe Sammler und heute ganz besonders liebe Miniaturfans. Ich weiß ja, dass ihr die Miniverse-Kugeln total feiert. Ich auch. Auch wenn ich nicht unbedingt immer der beste Bastler bin. Der beste Bastler. Das war lustig. Trotzdem macht es unglaublich viel Spaß. Und manchmal werden die Sachen gut, manchmal geht es aber auch irgendwie in die Hose. Gerade so bei den letzten Halloween-Kugeln habe ich von euch gelesen, dass ihr da auch ähnliche Probleme hattet mit der Konsistenz von der Soße. Ich habe nur gedacht, ja Gott sei Dank, da war ich vielleicht doch nicht ganz so doof. Bei den Kugeln habe ich das bisher noch gar nicht erlebt, also dass es da irgendwie so dickflüssig war und ich freue mich total. Das ist ja die Serie 1, die große Serie, auf die freue ich mich total, weil da immer noch mein Avocado-Toast drin sein kann. Und heute gibt es ein richtig cooles, hoffentlich richtig cooles Video der Miniverse-Kugeln gegen die Mini-Brands, die Mini-Brands-Foodies auch speziell, weil ich habe auch noch die Mini-Brands-Fashion und die Mini-Brands-Toys. Genau, und ich habe nämlich nicht nur die hier, weil das ist die Serie 2, sondern, war das jetzt Serie 2? Wo steht das denn? Ach ja, da oben. Genau, da oben steht Serie 2. Sondern ich habe auch noch Serie 1. Das ist diese hier. Ich hoffe, da steht das drauf. Das war so ein Double. Also hier kriegt man ja manchmal im Angebot auch irgendwie so einen Doppelpack. Dann sind die ein bisschen günstiger. Und wir gucken uns gleich mal an, was es so für Unterschiede gibt. Also eigentlich ist es ja schon klar, oder? Also die Mini-Brands, das ist zwar auch Mini-Food, was man bekommt, aber da kann man natürlich jetzt nicht wirklich großartig was selber basteln. Hier geht es eher ums Sammeln. Man kann natürlich trotzdem was basteln. Ja, man kann sich auch daraus Magneten machen und so. Aber ich weiß nicht so recht, wie gut die sind. Es ist auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, preistechnisch ist das eher so auf einem Preissegment, also da eine Kugel davon für zwei Kugeln hiervon. So in etwa, wenn man das Glück hat, dass man die auch mal ein bisschen günstiger bekommt, weil die sind schon so knapp unter 20 Euro. Dafür ist man damit dann auch um einiges länger mit beschäftigt. Ich habe mir jetzt übrigens auch mal Resin gekauft und so Farbe, womit ich dann auch mit arbeiten kann. Einfach, weil ich dadurch irgendwie total Lust bekommen habe, mit solchen Sachen mal zu arbeiten. Für unseren Umzug hatte ich auch überlegt, damit was einzubauen in unsere Küche. Ich kann euch ja nur mal so ein bisschen erzählen, was meine Gedanken waren, weil die Küche ist ja noch nicht richtig fertig geplant und ich hatte die Idee, hinten als Rückwand, also das Gute ist ja, Schallo ist ja auch sehr handwerklich begabt, der kann ja auch so gut wie alles, dort eine komplette Wand aus Resin zu machen als Rückwand und da solche kleinen Sachen mit einzuarbeiten, dann darf es natürlich nicht sehr, sehr tief sein. Ne? Also ich könnte jetzt nicht irgendwie so einen Kaffeebecher wahrscheinlich mit einarbeiten. Naja, es kommt drauf an, wie. Wenn man den jetzt so rausstehen lässt, aber dann kann man das nicht putzen. Nee, man muss auch immer so denken, dass es ja auch praktisch noch bleiben muss. Aber ich guck mal, ob ich da irgendwelche coolen Ideen habe. Unsere Klingel wollte ich auch selber bauen. Also momentan ist es nur alles leider sehr verschoben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Charlos Papa leider gestorben ist. Ich habe das in unserem Umzugsvideo erzählt. Falls ihr da Näheres wissen wollt, könnt ihr gerne da einmal raufschauen. Das ist aus der Serie Zanzi zieht aufs Land und dann steht da halt Abschied. So, ne? Also falls ihr da was von wissen wollt, will ich das jetzt nicht hier, wo ein lustiges Video ja eigentlich bei rumkommen soll, euch damit belasten. Ja, vielleicht sage ich irgendwann später nochmal was dazu, weil ich bin, glaube ich, nicht so schlecht in Trauerarbeit, weil ich einfach schon viel Trauerarbeit machen musste selber. Und mein Papa, der war ja auch gestorben, aber der ist total nah bei mir. Also ich spüre den jeden Tag und das ist total krass, weil ich eine ganz tolle Verbindung habe, obwohl er halt nicht mehr da ist, also physisch nicht mehr da ist, ist er für mich trotzdem auf so einer seelischen Ebene total präsent. Aber jetzt soll es ja um was Schönes gehen. Wobei, das ist ja auch was Schönes, ne? Dürft ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da mal was drüber sagen soll. Vielleicht nicht unbedingt in so einem Video, ne? Ist es vielleicht nicht unbedingt angebracht. Würde ja so gerne immer mal einen Podcast oder sowas machen. Aber die Zeit, Leute, die fehlt einfach. Okay, wir legen einfach mal los und ich schalte runter zu den Foodie Minis. Die heißen ja gar nicht Foodie Minis, die heißen ja Foodie Mini Brands. Upsi. Die sind tatsächlich, also ich finde, die sehen ziemlich ähnlich aus von der Farbe her. Und sie heißen ja auch Miniverse, Mini-Brands. Das ist so Make it Mini-Food. Aber die Idee dahinter ist natürlich nochmal eine andere, weil man ja hier wirklich richtig was selber machen muss. Und das ist so, der sieht auch so cool aus, oder? Oh. Es macht so Spaß. Ich hoffe so sehr, dass ich irgendwas habe, was ich noch nicht kenne. Ah, aber ich würde eventuell auch mal mit den hier anfangen, mit den Foodie Mini Brands, weil die ja neu sind. Dann mache ich nämlich nebenbei, hupsala, jetzt rollt sie weg, nochmal das Ding hier auf. Guck nochmal, ich glaube, das war Serie 1. Ich wollte nämlich eigentlich alle Serien miteinander vergleichen, aber ich glaube, hier hatte ich das nicht hingekriegt bei der Serie. Also bei der Mini-Food-Serie meine ich jetzt. Ich glaube, von den Toys habe ich alle Serien bekommen. Und da kann man ja vielleicht einfach mal schauen, was sich vielleicht so verändert hat während der Zeit zwischen den Serien. Und ich finde es ja immer noch ganz spannend, ne, dass man halt alle Serien trotzdem noch bekommen kann. Und das muss ja so richtig krass für Sammler sein. Weil wenn man hier mal drauf guckt, da gibt es 65 verschiedene Minis zum Sammeln. Und bei der anderen gibt es 95. Leute,
voll übertrieben. Die kriegt man doch nie im Leben voll. Und da gibt es ja auch so goldenes Essen. Ne? Das sind dann so die ganz special seltenen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Bin ich schon einmal rum? Und was ich natürlich auch ganz gut finde, dass hier ja immer gleich mehrere drin sind. Ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal welche von denen ausgepackt. Aber warte, ich kann mich da noch so richtig dran erinnern. Nicht so wirklich. Ich hatte ja so einen ganzen... ich hatte auch mal einen Supermarkt. Das fand ich auch sehr cool. Habe ich aber leider nie eingeräumt, die Sachen. Wo ist denn dieser Supermarkt bloß? Habe ich den noch oder habe ich den irgendwann mal verschenkt, verkauft? Ich weiß es nicht. Ich kann ja leider nicht alles behalten. Ich muss mich auch von Dingen trennen. Es ist auch langsam mal wieder soweit. Ich habe ja meinen Shop nicht mehr, den ich vorher hatte mit Ben zusammen. Den haben wir leider nicht mehr. Aber trotzdem würde ich gerne irgendwann mal wieder die Sachen verkaufen. Vielleicht, weiß ich nicht. Es kann einfach nicht mit umziehen. Das ist zu viel Zeug. Und momentan können wir auch nicht weiterarbeiten. Das ist halt alles so ein bisschen... Dieses Jahr, das ist so heftig schon wieder. Jedes Jahr wird gefühlt schlimmer. So, wir vergleichen mal diese hier. Foodie Mini Brands. Foodie Mini Brands. Die sehen auf jeden Fall schon mal cooler aus, muss ich sagen. Das ist bestimmt Serie 1. Also wenn da nicht Serie 1 steht, dann ist es Serie 1. Weil da wussten sie ja noch nicht, dass es mehrere Serien geben wird. Ah, Unbox Ultra Rare Frozen Moment Minis. Frozen Moment Minis. Das sind die super seltenen. Auf Deutsch steht hier leider nichts. Das ist natürlich schade. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht irgendwas cooles, seltenes bekommen. Und ich das vielleicht gar nicht so richtig zu schätzen weiß, weil ich nicht weiß, wie selten die Dinger sind. Ja, da müsst ihr mich dann natürlich wieder informieren. Was ist denn hier selten? Auch Frozen Moment Minis. Unbox Ultra Rare Frozen Moment Minis. Okay, also auch bei Serie 2 scheinen das die seltenen Dinger zu sein. Komm, wir legen mal los, so wie man normalerweise anfangen würde mit der Serie 1. Und am Ende basteln wir noch, oder? Am Ende machen wir dann nochmal die Miniverse-Kugel auf und hoffen, ihr könnt jetzt so lange noch Daumen drücken für meinen Avocado-Toast. Ich habe schon von so viel von euch gelesen, dass ihr das Avocado-Toast habt. Das ist so traurig. Oh, vor allem dieses Avocado-Toast, das würde doch auch voll gut passen zum Basteln, weil es so schön flach ist. Da kann man so verschiedene Dinge und so. Ach, das wäre schon mega nice. Stellt euch mal vor, ihr hättet in der Küche so eine Rückwand, ich sag jetzt mal hinter eurem Herd oder so hinterm Waschbecken und dann ist da einfach so eine durchsichtige oder ja, durchsichtig müsste das ja sein und dahinter dann vielleicht einfach so was ganz Schlichtes weiß oder so und dann sieht man in diesem Durchsichtigen einfach irgendwelche coolen Miniteile, die so flach sind. So Kekschen oder so kleine Himbeeren oder irgendwelche Orangenscheiben oder diesen einen coolen Kuchen, den ich ja jetzt umgestaltet habe als Magnet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil der wäre perfekt gewesen für diese Küchenhinterwand. Oh, den könnte man auch, wenn man ganz viele von den Dingern hätte, von diesen Kuchenteilen, kann man das ja auch als Schubladenknauf zum Beispiel umfunktionieren. Das wäre auch voll die coole Idee. Ich habe so einen Schrank, den habe ich selbst bemalt. Den findet Charlo total schrecklich. Das ist so ein Fischschrank. Der sieht halt aus, als sei das so ein riesen Aquarium. Da habe ich überall so Fische reingemalt. Und oben hört dann halt so diese Linie auf und ist halt oben nur noch weiß. Und wenn man da jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde sich selber auch solche Knaufe basteln, das wäre auch richtig cool. So einen richtig selbstgemachten Küchenschrank, wo man vielleicht auch noch Sachen draufklebt oder so. Ich habe so richtig Bock gekriegt aufs Basteln. Ich habe so Ewigkeiten nicht gebastelt. Nein, jetzt ist es abgerissen. Ich habe gerade noch gedacht, es klappt so gut. Oh, es klappt ja doch ganz gut. Ja, wieso klappt das so gut? Das ist ja ein Ding. Da bin ich ja richtig überrascht, dass das so gut funktioniert. Die sind aber auch sehr viel leichter, ne? Da merkt man schon, dass da sehr viel Plastik drin ist. Aber ich möchte noch nicht urteilen. Ach so, ja, falls sich mal wieder jemand fragt, welchen Nagellack ich habe. Er ist hier schon kaputt gegangen, weil ich jetzt schon zwei Videos aufgenommen habe. Aber vielleicht kommt dieses Video vorher, ich weiß es nicht. Zeige ich euch den auch nochmal kurz. Das ist Color Show 60 Sekunden, so ein Schnelltrockner. Den brauchte ich ganz dringend von Maybelline, Nummer 353. So, haben wir das auch erledigt? Ich habe das jedes Mal wieder in den Kommentaren immer wieder so, welcher Nagellack war das? Und ich weiß das natürlich dann wieder nicht mehr, weil ich zigtausende Nagellacke habe, die ich aus entweder irgendwelchen Kalendern rausgezogen habe oder aber, die ich mir damals mal gekauft habe, weil ich habe von... war das Catrice? Ich glaube, ich hatte ganz viele Nagellacke immer von Catrice in so vielen Farben. Ich habe so eine richtig geniale Nagellacktasche. Boah, die müsste ich euch eigentlich auch mal zeigen. Ich könnte auch mal solche Sachen vorstellen, ne? Hätte ich auch Bock drauf, weil das macht auch richtig Spaß und die finde ich richtig cool. Die habe ich damals mal bei Amazon gekauft, wobei ich ja sagen muss, ich halte nicht mehr sonderlich viel von Amazon. Ja, deswegen, naja, will ich dafür eigentlich keine Werbung machen, so gesehen. Ich mache ja keine Werbung. Sag euch einfach nur, was ich gut finde und was ich blöd finde und zeige euch halt, wie es in echt aussieht. So, die Kugel finde ich schon mal ziemlich langweilig. Wenn ich jetzt so die LOL-Kugeln an die erinnere, wie schön die gestaltet sind überall. Ja, das ist ja haptisch alles ganz anders. Kann man ja alles anfassen und das ist alles so ein bisschen mit Schnibbis und so. Das sieht viel besser aus als so eine boring Kugel. Aber immerhin, oha, das sind auch Papiertüten. Das war damals anders. Ich erinnere mich, dass man damals sowas, das sah aus wie so eine Orange und die konnte man dann so aufschälen. Dann hatte man quasi
quasi so kleine Orangenteile. Und jetzt hat man hier Tütchen drin. Das ist natürlich sehr spannend, dass sie das offenbar irgendwie geändert haben. Ich habe doch damals auch, das war doch Essen, was ich da ausgepackt habe. Oder war das alles Mögliche? War das vielleicht, ach so, das könnten auch alle möglichen Marken gewesen sein. Ja, ich glaube doch. Ich glaube, das war gar nicht nur Essen. Stimmt. Naja, und da war das damals noch anders. Das ist ja auch noch so dieses Zeichen von denen. So ein bisschen sah das ja auch aus. So diese kleinen, ich sag jetzt mal, Orangenstückchen, wie man so eine Orange aufschneiden würde. Collector's Guide. Also hierauf, denke ich mal, kommt es an. Und das ist dann wichtig. Und hier kann man dann auch mal wieder abstreichen, was man hat. Ah, guckt euch das mal an hier. Das Einzige, was ich mir nicht geholt habe, ist das hier. Disney Store. Hatte ich auch auf meiner Liste. Dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch interessant fändet. Ich fand die nämlich sehr cool eigentlich. Aber ich habe sie dann nicht genommen, weil ich halt Toys genommen hatte. Und normalerweise hätte ich dann gesagt, okay, ich versuche vielleicht welche davon und welche von den Toy Mini Brands. Aber es gab von den Toy Mini Brands, glaube ich, 3 Serien. Und deswegen habe ich mich dann für die entschieden. Eigentlich ist das viel zu viel für ein Video. Ich muss mal gucken. Eventuell kann ich mir ja die noch dazu kaufen und mache dann nochmal ein extra Video so quasi. Nur weil es mich interessiert eigentlich. Ach, das sind die seltenen oder was? Die Dinger hier, die sind selten? Wie tun sie sich hervor, dass die jetzt selten sind? Sind die irgendwie besonders? Ich habe keine Ahnung, was daran jetzt besonders sein soll. Naja, vielleicht werde ich das ja noch feststellen. Platos Principales. Ach so, da gibt es auch immer irgendwas Seltenes. Ist das Gold? Super Rare. Ja, das ist Super Rare. Hier gibt es einen Super Rare. Ey, ich bin ja so gespannt, wie rare diese Rares wirklich sind. Hey, wieso geht es hier erst ab 41 los? Moment mal. Oh mein Gott, es gibt ja so viel mehr. Da ist auch noch ein Seltener. Ich glaube, auch die Seltenen sind immer Goldfarben. Oh, ich liebe das. Ich liebe, dass die Goldfarben sind. Oh, die sind ja schön. Nein, die gibt es nicht, oder? Ach, nö. Hä, wo gibt es die denn? Takeaway Bag. Warte mal, kann man die irgendwo bekommen? Oh, das ist bestimmt bei Starbucks oder so. Oder bei irgendeiner Kaffeefirma. Und die gibt es wahrscheinlich nicht. Bubble Tea, Matcha Tee, Mango Green Tea. Oh, ich bin traurig. Das gibt es nur bei Mini Food Court Exclusive und Collector's Case Exclusive. Ach, verdammt. Das heißt, man muss sich diese Collector's Dinger kaufen. Oh, ist das ätzend. Dann gibt es hier noch Snacks. Aber die sind alle nicht selten. Okay, wir gucken erstmal, was wir so bekommen. Und dann gucke ich, ob es irgendwie selten ist. Ich fange random einfach mit irgendeiner an. Die da. Oh, lecker. Oh, so leckere. Nein, warum mache ich das schon wieder? Ich habe Hunger. Gott sei Dank ist das das letzte Video. Dann werde ich mir danach richtig den Bauch vollschlagen. Oh, ich habe so einen leckeren Honig-Kandis-Kuchen, ne? Wenn jetzt die Weihnachtszeit kommt. Ich meine, inzwischen gibt es den ja generell auch das ganze Jahr über, habe ich mal gesehen. Aber ich habe den halt wieder entdeckt und dachte so, oh mein Gott, den habe ich so lange nicht gegessen. Und den da mit Butter einfach nur. Mh. Aber die Dinger würde ich auch nehmen. Das sind doch so Riffelpommes, oder? Ah, die sehen schon ziemlich cool aus. Da kann man sich auch was draus basteln, wenn man hier hinten so einen Magneten drauf macht. Satz zu Ende. Punkt. Wäre das auch schon cool. Ich hole die jetzt erstmal alle raus und dann suche ich, ob wir irgendwas Seltenes haben. Gucken wir einfach mal in die nächste Tüte rein. Habe ich nicht gerade noch über diesen Bubble Tea geredet? Warte mal. Hä? Ich habe gerade mein Ohrring ins Ohr reingedrückt. Warum mache ich das? Ich habe hier so eine Kaugummi-Maschine und ich habe mir den irgendwie so ins Ohr reingesteckt. Das kann ich, was ist das denn? Ja, okay, machen wir mal weiter. Ich dachte irgendwie, das sieht besser aus. Das ist hier nur außen drauf geklebt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Kung-Fu-Tee. Aber der sieht fast so aus wie der, den ich da eben gesehen habe, den ich so gerne haben wollte. Habe ich hier eine Collectors irgendwas? Ist dieses Two-Pack vielleicht Collectors? Irgendwas? Hä? Naja, ich weiß es nicht. Oui. Aha. Das ist wohl ein Erdbeersmoothie. Also es ist wirklich qualitativ natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Mini-Brands. Mit den Mini-Verse. Das muss man ja schon mal sagen. Das finde ich zwar auch ganz süß hier so oben mit der Erdbeere. Das sieht schon ganz gut aus. Aber wenn man weiß, wie das ist, wenn man mit Resin da arbeitet, sieht es schon echt sehr viel besser aus mit Resin. Das ist ja vielleicht auch Resin, ne? Oder? Ne, ich glaube nicht. Oh, wie cool von Subway so ein Sandwich. Oh, ich habe so Hunger. Ich weine, ey. Cool. Was kann man noch damit anfangen? Ihr habt doch bestimmt auch noch ein paar coole Ideen. Ich meine, hier in die Miniverse-Küche würde es auch richtig gut reinpassen. Wie wäre es mit der Miniverse-Küche in der Küche? Vielleicht kann man die irgendwie in die Küche einarbeiten. Das wäre auch mega. Aber es nimmt natürlich Platz weg. Und ich bin ja eigentlich immer so ein Platzsparer. Ich bin so ein Fuchs. Oh, und noch ein Burger. Kann man die Dinger hier auseinandernehmen? Nee, ich glaube lieber nicht. Dann macht man bestimmt irgendwas kaputt. Es sah hier fast so aus, als könnte man. Aber der sieht sehr, sehr schön aus. Also da sieht man wirklich, dass das so einzelne Teile sind, die aufeinander gesteckt wurden. Bis auf den Käse hier. Der wurde nicht aufeinander gesteckt, aber das sieht schon schick aus. Noch, dass die hier so halb eingepackt sind. Das hier auch. Ja, doch. Also sieht schon gut aus. Kann man jetzt nichts sagen, ne? So für so ein Mini-Food. Ist schon schön. Jetzt gucken wir mal. Nach dem, was wir bekommen haben, finde ich hier direkt was. Es ist ja so viel da. Wir haben den da bekommen. Basil Lemonade.
Basil? Wieso Basil? Ist doch Erdbeer. Ah, das ist auch irgendwas Komisches, oder? Mit diesem Steinchen da. Heißt das auch selten? Oder ist das... Nee, das ist bestimmt auch irgend so was Collector-mäßiges, wenn man irgendein bestimmtes Set kauft. So, gehen wir mal weiter. Das ist doch der hier. Das ist doch der Bubble Tea. Moment. Ach, das heißt gar nicht, dass die hier selten sind. Das sind die Zeichen dafür. Ich bin auch ein Trottel. Das hat sich gar nicht auf die Dinger hier bezogen. Also kann ich die Teile hier doch kriegen. Dann ist das ganz normal einfach dieser hier. Die Nummer 19. Nice. Ja, schön, aber ich finde, hier sieht er besser aus, weil ich dachte, da ist wirklich was drin, aber ist ja leider nicht. Dann haben wir die bekommen, diese Crispy Cut Fries. Bisher alles auf der ersten Seite. Wo ist denn mein Subway Sandwich? Zwei fehlen ja noch. Ach, hier. Oh mein Gott, welcher ist denn das? Thunfisch. Ich glaube, das ist der hier oben. Da muss ich mal näher ranholen, sonst sieht man das überhaupt nicht. Das wird, denke ich mal, der hier sein mit Thunfisch. Das ist so eine Thunfischcreme. Da ist irgendwas anderes drauf. Da ist irgendwas mit Pünktchen. Und die hier sind es auch auf gar keinen Fall. Oder ist das der Long? Nee, der ist es nicht, weil da sind ja auch noch Tomaten. Das ist der hier oben, denke ich mal. Okay, also den hier und den Burger habe ich auch gefunden hier. Oh, cool, ein Cheeseburger. Ich liebe Cheeseburger. Oh, ich habe Ewigkeiten keinen Cheeseburger mehr gegessen. Müsste ich mir wieder selber machen. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich würde jetzt erstmal die Serie 2 machen, aber nee. Ich habe jetzt irgendwie Lust, die nächste Serie auch noch aufzumachen, weil ich jetzt gerade so ein bisschen hier in dieser Serie drin bin. Oh, warum? Warum macht das so blöd? Mann, oh! Sowohl von oben als auch von unten geht nichts mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt machen wir es einfach nur so. Einfach blöd und dann reißen wir es runter. Ah, na endlich. Mich würde auch mal interessieren, wie alt diese Serie schon ist. Ob es diese Foodies schon länger gibt. Weil als ich die Miniverse das erste Mal geöffnet hatte, habe ich sofort von denen hier gelesen, von den Foodies, dass ich die doch auch mal zeigen soll. Aber ich denke mal, so alt sind sie wahrscheinlich nicht, weil hier auch schon diese Papiertüten verwendet werden. Und ich glaube, das gab es vorher tatsächlich nicht. Das gab ja irgendwann erst ein Umdenken. Vielleicht ungefähr zur gleichen Zeit, so wie das bei den LOLs auch war. Ach ja, stimmt, das lese ich auch mal wieder. Ich soll mal die LOLs auspacken. Die habe ich ja eigentlich schon ausgepackt. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Ich muss die halt nur mal schneiden, das Video. Ja, ach komm, das muss ich eigentlich auch mal machen. Was ist denn das jetzt? Hä? Was ist das denn für eine komische Tüte? Hä? Hardys? Ich habe eine Einkaufstüte, wo ich irgendwas reintun kann und dann sonst nix oder wie? Kuckuck. Nö. Einfach nö. Ich meine, gut, man kann da natürlich alles Mögliche reintun hier von den Sachen, die man... Ach, jetzt klebt mir das am Finger. Die man hier so gesammelt hat, da kann man alles Mögliche. Aber ich weiß ja nicht, was kauft man denn bei Hardys? Since 1960. Oder ist das jetzt extra? Nee, das war ein Ding. Einfach nur diese Tüte. Bin ich jetzt enttäuscht oder begeistert? Ich bin irgendwie enttäuscht, weil das nur so eine komische Tüte ist. Hä? Oder gehört das zu irgendeinem anderen richtig coolen Teil, was jetzt hier noch kommt? Das ist cool. Hard Rock Café. Boah, das ist bestimmt Swimmingpool. Ich kenne mich tatsächlich leider nicht so richtig aus mit Cocktails etc., weil ich eine Alkoholallergie habe und deswegen trinke ich gar nichts. Also ich bin absolut abstinent, was ich übrigens auch jedem empfehlen kann, weil man braucht gar keinen Alkohol, um lustig zu sein. Ich bin auch so lustig. Das habe ich nämlich immer den anderen gesagt. Die haben gesagt, du kannst ja gar nichts trinken. Oh mein Gott, wie schrecklich. Und ich habe nur gesagt, wieso, wie schrecklich? Ich brauche das ja nicht. Ich bin ja nicht so verklemmt, dass ich mich betrinken muss, um irgendwie lustig zu sein. Ich meine, ganz ehrlich, warum macht man das? Um sich irgendwie ein bisschen zu lösen, brauche ich einfach nicht. Das ist richtig toll. Chicken and Spring Onion. Das ist ja mal richtig, richtig schön. Wow. Das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir voll. Kann ich das da reintun? Nee, ich möchte diese Tüte eigentlich gar nicht öffnen, weil ich das nicht da reintun will. Aber das gefällt mir schon sehr cool. Sehr gut, diese Kugel. Das da ist irgendwie voll fett. Ich mache erstmal das auf, was nicht so fett ist. Heißt ja nicht unbedingt, dass was nicht fett ist, besser ist, aber... Nee, andersrum. Dass das, was fett ist, besser ist, aber... Nein, bitte nicht. Ja, ein anderer. Aber man denkt halt immer so, oh, wenn was Großes ist, dann ist ja vielleicht auch so mehrfach irgendwas. Keine Ahnung, was da drin sein soll. Den habe ich gesehen. Das war der ganz linke mit diesen Tupfern da drauf. Jetzt haben wir eine richtige Subways Baguette-Sammlung. Und wir wissen jetzt auch, dass das nicht der extra long ist. Ne? Weil der war nämlich auf jeden Fall kurz, das weiß ich. Wir haben bei uns auch einen Subways. Der war ja auch schon voll lange nicht mehr. Das war richtig lecker eigentlich. Hä? Ich habe eine extra Anleitung? Oh mein Gott, ich muss hier was tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss hier wirklich was tun. Ja. Ich habe eine Anleitung, wie ich was zusammenkleben soll. Schauen wir doch mal. Das ist ein bisschen, erinnert mich leicht an Ü-Eier. Boah, wisst ihr, wie viele zigtausende Ü-Eier gefühlt ich geöffnet habe in meinem Leben, alleine für die Videos. Hatte ich da nicht mal, ich glaube, ich hatte mal 100 Ü-Eier oder so in einem Video. Kennt ihr die Dinger noch, die alten Videos von mir? Oh, die sind richtig, richtig alt. Die sind bestimmt, ach, waren ganz vom Anfang, 7 Jahre alt oder so. So, was mache ich denn jetzt? Muss ich das erstmal zusammenbauen? Ich glaube, ich baue erstmal zusammen. Oh, da ist ja noch was drin. Huch, nee, das muss hier rein. Also, das ist, warum? Das, das muss nicht sein.
Also sowas hier so zusammenbauen, das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Das ist was anderes, als mit Resin zu arbeiten. Das ist ja wirklich das Basteln. Das ist für mich so, ja, gut, vielleicht hätte es nicht reingepasst, ja. Das ist halt Ü-Ei-Flair. Das Ding muss so hin, muss wahrscheinlich hier so unten durch. Nein, dann muss es oben rein. Ja, okay, dann muss es wahrscheinlich so hier drauf. Mhm. Oh, der geht ja sogar, also, geht, oh, der, oh nee, der fällt einfach raus, er ist nicht richtig drin. Er geht doch nicht. Entwarnung, Leute. Schade. Wenn jetzt hier auch noch was rauskommen würde, wäre das cool. Wie bei der LOL-Küche. Das war cool, wo es wirklich funktioniert hat. Ich liebe das ja, wenn es so Mini-Sachen gibt und die dann einfach auch noch funktionieren. Das ist so mega cool. Ja, jetzt kleben wir einmal vorne und hinten sowas drauf. Finde ich richtig blöd. Ich sag's euch, weil solche Dinger meistens nicht gut halten. Oh ja, nee, ey. Allein das hier, das ist nicht richtig drin. Habe ich das jetzt falsch rum reingetan? Ich kotze im Strahl, ey. Nein! Gab's dann richtig und falsch rum? Ich habe doch extra noch geguckt. Ich klebe das jetzt erstmal drauf. Danach ärgere ich mich dann weiter. Nein, nicht so laut bitte. Ich bin ja am Arbeiten. Das geht. Es ist schief geworden. Jetzt habe ich mich auf dieses blöde Auto konzentriert. Nein, wir machen es nicht nochmal ab. Das ist immer eine schlechte Idee, das nochmal wieder abzutun. Das nochmal wieder abzureißen. Ich versuche es einfach jetzt besser zu machen. Wo ist denn hier die Mitte? Muss es weiter nach oben? Oh nein, das ist schon wieder nicht mittig. Ich werde es niemals mittig hinkriegen. Naja, ja, ist okay, oder? Vielleicht ist es ein bisschen weit, zu weit oben. Ich weiß nicht genau, wo das normalerweise sitzt. So, auf jeden Fall nicht. Toll, ist ja gut geworden. Wir zeigen es einfach nur von dieser Seite. Also das ist mein absoluter Fail. Den fehlt ich... Nein, jetzt habe ich meine Unterlage zerknüdelt. Oh, verdammt, jetzt habe ich da sowas reingedrückt. Das ist ja auch nur so harte Pappe. Oh, nee. Ich wollte nämlich sagen, eigentlich fand ich diese Kugel richtig toll, weil das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig gut gefallen. Naja, gut, das war es eigentlich schon. Die Tüte fand ich eigentlich ziemlich doof. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich doof. Aber da ist es okay. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Tüte ich eigentlich besser fand. Ich glaube, die erste Tüte. Nicht die erste Tüte, die erste Kugel. Ja, tatsächlich, hier. Das ist die Tüte, die ich gekriegt hatte. Wow, ist ja super. Ah, und das ist das andere hier. Ah, das gehört vielleicht sogar zu den Pommes. Chicken Spring Onion Gyoza. Nie gehört. Dann habe ich so einen coolen Cocktail. Oh, die Nummer 1. Der Blue Bonanza. Oh, das ist ja gar kein Swimmingpool. Verdammt. Das hier war dann das zweite Sandwich, was wir hatten. Dann gibt es hier das Teil. Ich meine, gut, wenn man jetzt das für irgendwas braucht, ne, zum Puppenküche spielen oder sowas oder zum Anrichten, ist das natürlich nicht schlecht, weil man das halt gut in die Küche stellen kann oder auch sowas hier, so ein Toaster oder sowas. Okay, verstehe. Das ist dann vielleicht doch nicht so schlecht. Ich habe jetzt, glaube ich, auch alles gesehen. Tüte hatte ich, Dings hatte ich, ja. Ja, leider gar kein einziger seltener. Voll schade. Ich brauche tatsächlich länger, als ich schon wieder eingeplant habe. Ist ja vielleicht doch ganz gut, dass das hier das letzte Video ist. Bei mir ist es nämlich meistens so, wenn ich dann schon so lang aufnehme, denke ich mal so, ach, jetzt reicht's auch langsam mal, ne, so. Muss das ja dann alles noch schneiden. Und wenn ich am Anfang eher so zwei kürzere habe, dann denke ich mal so, ach ja, ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Und dann kommt dann am Ende so ein Klopper, so 3 Stunden. Oh Gott, das hatte ich jetzt gerade. Da habe ich für den Gaming-Kanal eine Tierheim-Folge aufgenommen, war so ganz beschwingt und dachte nur so, yay, jetzt irgendwie so eine coole Folge, wo ich so ein bisschen Geld verdiene. Nach 3 Stunden war ich dann fertig, weil mir alle Tiere krank geworden sind im Spiel. Oh. War ich auf jeden Fall so aufgeregt, dass ich danach dann nicht weiter aufgenommen habe, obwohl ich eigentlich noch so ein cooles Demo-Spiel hatte mit einem Zoo. Das hatte ich auch schon runtergeladen und vorbereitet und ach so, und Ranch. Ranch-Simulator wollte ich auch aufnehmen. Das ist dann auch nichts geworden, weil es gibt nämlich ein Update dazu und dann ist alles weg, was ich vorher hatte. Also die ganze alte Ranch. Und das ist natürlich auch ein bisschen traurig. Da wollte ich vorher nochmal wenigstens einmal rübergehen, nochmal filmen. Und das habe ich dann natürlich auch nicht mehr geschafft. So, ich finde, das hier sieht schon mal sehr hübsch aus. So ein bisschen poppiger und so ein bisschen lebendiger. Dafür ist die Kugel aber auch nur ganz weiß. Aber ich mag das auch, Kugeln zu öffnen. Irgendwie, weiß ich nicht, es ist auch so Kindheitserinnerung mäßig. Hä? Wieso ist das so viel? Moment mal, das sind doch mehr, oder? 1, 2, 3, 4. Ach ne, es sind doch nur 5. Es sah gerade so richtig voll aus. Wow. Wir haben natürlich einen anderen Sammelkatalog. Den müssen wir uns gleich auch nochmal durchschauen. Das sind ja noch mehr. Hier haben wir jetzt 95 verschiedene Sachen. Hier genau, da steht das, die man sammeln kann. Oh, damn. Wenn man auch noch so ein Tablett hätte. Jetzt weiß ich auch die Idee der Tüte. Okay, ja klar. Aber so ein Tablett ist natürlich noch viel, viel cooler. Ich möchte ein Tablett haben, bitte. Das wäre voll schön. Ich meine, ich habe von den Miniverse-Dingern auch Tablets. Nicht nur eins sogar. Ich habe ja einmal von der Halloween-Serie habe ich ja die Äpfel. Also diese Karamelläpfel. Dann habe ich von den Donuts ein Tablett. Und sogar auch von meinen Kerzen. Da habe ich auch ein Tablett. Von denen hätte ich tatsächlich auch gerne noch mehr. Von der Deko-Serie. Die finde ich auch so cool. Oh, das liebe ich. Ich liebe sowas. Oh, ich liebe sowas generell selber zum Essen. Also zum Trinken. Warum ist das so schief? Das ist ja, als hätte ich das selbst gemacht. Was soll das? Wenn die das machen, dann soll das nicht so schief sein. Jack steht da. Dann ist das hier so, weiß ich,
auch nicht. So voll windschief, geht hier halt irgendwie so hoch. Und da oben ist noch eine kleine Kirsche drauf. Warum ist der Stiel von der Kirsche rot? Das ist aber nicht gut. Das ist nicht richtig. Aber es scheint ein Kirschshake zu sein. Nicht so, wie ich zuerst dachte, ein Apple-Shake. Nein, da sitzt eine Kirsche oben drauf. Oh, das ist Gold. Leute, das ist doch Gold. Ich glaube, ich habe was Seltenes. Oh, nee, ist das cool. Das ist so ein Nudelding, so ein Asia-Teil. Oh, das würde ich jetzt so gerne. So ein Asia-Ding. Aber man kann es leider nicht zumachen. Es steht hier so, nee, ich möchte das nicht kaputt machen. PF Chunks. Pff, Chunks? I don't know. Och, das ist richtig toll. Och, ich lieb's voll. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, ne? Vielleicht Serie 2 besser oder nicht besser? Das ist hier die Frage. Pizza Hut. Eine kleine Pizza. Take away. Jetzt sag mir, ich kann das aufmachen, oder? Lass mich das doch öffnen. Da ist was drin. Ich höre es. Außerdem habe ich das doch auf dem Bild gesehen. Jetzt lass mich da mal rein. Ich will rein hier. Oh, tut mir leid, ich muss es auf dem Schoß machen. Ich habe es nicht aufgekriegt. Aber jetzt, Moment. Wow, da sind aber viele Salamis drauf. Nicht Salamis, sondern viele Salamischeiben. Nice, richtig cool. Also das ist aber auch perfekt, oder? Für so eine, Moment. Hab keine hier gerade. Für die ist es vielleicht ein bisschen groß. Wobei, hä, nö, geht auch voll klar. Das ist so eine Pixlings hier. Sola ist leider gerade unterwegs. Sie ist nicht in meinem Regal, deswegen kann ich die nicht holen. Ich hole mal kurz eine andere. Oh, ich werde gerade ganz nostalgisch. Ich habe Wiggy geholt. Oh, dass Wiggy mal in einem Video war. Das ist so ewig her. Keine Angst, YouTube, ich werde nicht mit dieser Puppe spielen. Ich wollte nur mal die Größen zeigen, wie das hier passt, wenn man das hier zusammentun will. So eine Doll mit einer Pizza zum Beispiel. Ist fast schon ein bisschen klein, oder? Für sie. Oh, der ist so cool. Der passt richtig gut. Oh, nee. Ich brauche eigentlich einen Strohhalm hier. Warum gibt es hier keinen Strohhalm? Oh, vielleicht kann man das irgendwie nochmal selber machen, dass man so einen Strohhalm irgendwie dran klebt. Ich liebe übrigens ihren Ring. Das sieht so cool aus. Ich möchte so unbedingt die neuen OMGs noch haben. Ah, die fehlen mir alle. Boah, guck mal, wie cool das aussieht bei ihr hier. Ich dachte, man könnte seine ganzen OMGs bestücken mit irgendwelchen coolen Essenssachen. Ich bin gerade voll begeistert. Sie ist auch einfach so schön, ne? Jedes Mal, wenn ich die wieder angucke, denke ich mir, die sind so schön. Alleine schon die Haare, wie die schimmern, das ist echt nicht vergleichbar. Ich habe eben gerade ja schon zwei Videos gedreht und habe Barbies ausgepackt. Wenn ich mir im Vergleich dazu das hier angucke, ich habe ja wirklich so eine Ewigkeit nur OMGs ausgepackt. Ach, da fällt einem immer wieder auf, wie toll die eigentlich sind. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass man sich immer wieder verliebt. Weiter geht's. Numero. Oh Gott, ich habe schon wieder fast gerade irgendwas kaputt gerissen. Nein, sag mir nicht, ich habe schon wieder so eine doofe Tüte. Hä? Ich bin verwirrt. Was ist das? Cinnabon. Kann ich da mal reingucken? Hey, ich meine, ist ja mein Ding. Ich darf ja wohl machen, was ich will. Oh, lecker. Komm raus, komm raus. Oh nee, jetzt mach doch nicht sowas mit mir. Nee, mit meinem Nagellack. Na, da wird die Tüte rot. Ich sehe es schon kommen. Es kommt. Ich muss näher ranholen. Es ist zu cool. Oh, das ist perfekt für die Küche. Wie cool. Das klebt das? Nein, das klebt ja unten fest. Okay, also da kann man leider gar nichts mitmachen. Es klebt leider hier so fest. Aber wie cool ist das bitte für die Küche? Für die Miniverse-Küche? Das einfach da so rein, das würde halt perfekt auch passen. Man kann ja bestimmt an der Miniverse-Küche noch richtig viel rummalen. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass es irgendwann mal so eine coolen Stifte gibt, wo man einfach die Küche verändern kann. Und dann halt immer so, wie man möchte. Also, dass man dann nicht immer nur einmal die bemalt und dann bleibt die so, sondern dass man dann vielleicht so einen Killer oder sowas hat, wo man das dann wieder abmachen kann und dann wieder was verändern oder so, ne? Das wäre richtig nice. Mal so als Anregung für MGA, was sich vielleicht Erwachsene auch noch so wünschen, wenn sie sowieso schon am Basteln sind. Oder auch so Möglichkeiten, da irgendwelche Glitzersteine drauf zu kleben. Ich liebe Glitzer. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die Glitzer liebt. So, das ist jetzt schon das letzte Teil. Ah, das ist schon wieder irgendwas Leckeres. Was ist das? Ne, ist das Cinnamon? Das ist Zimt? Das ist kein Eis? Das ist sowas, was es, glaube ich, in Deutschland nicht so richtig verbreitet gibt. Sind das Zimt? Irgendein Gebäckmäßiges? Wie isst man das? Ich habe keine Ahnung. Mit einer Gabel? Leute, bitte klärt mich auf. Es sieht mega lecker aus und ich möchte es gerne selber probieren. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist irgendwie so ein, sieht aus wie so eine Eisschachtel oder eine Eisverpackung mit Zimtgebäck. Boah, da noch so warmes Vanilleeis drüber. Ich sterbe dafür. Oh, lecker. Ich habe so einen Hunger. Ich krieg die Krise bei diesen Videos. Foodie Mini Brands. So, wollen wir doch mal gucken, was wir hier finden können. Was ist das denn? So ein klitzekleiner? Hä, das ist ja genau das gleiche, was wir schon mal hatten. Aha. Also es scheint auch ähnliche Sachen wieder zu geben. Das ist der. Hier. Nee, warte. Da. Das habe ich gekriegt. PF Changslo Mine. Das hier sind so die anderen? Nee, es gibt nur den. Den normalen und halt einmal den goldenen. Oh. Leute, ich sammle die Dinger noch gar nicht. Aber ich bin jetzt schon so gehypt. Das ist ja irgendwie cool. Hier sehe ich nix.
nichts. Aber hier haben wir eine fette Piste. Piste, genau. Man nennt sie auch Pizza sonst. Aber welche habe ich denn bitte? Habe ich das da oder das da? Woher weiß ich das? Woher weiß ich jetzt, ob das eine Pepperoni-Pizza ist oder Original Stuffed Crusts? Ah, ich glaube, dass die Kruste hier breiter ist. Das ist sie ja hier nicht. Wir haben so eine ganz dünne Kruste außen. Ich glaube, wir haben die 36. Was würdet ihr sagen? Ich würde mal schätzen, ja. Boah, krass. Ey, was gibt es hier für mega viele geniale Pizzen? Oder auch so andere Essenssachen. Das ist ja mal ein ganz anderes Level. Das ist ja noch viel... Also irgendwie finde ich es cooler. Ich finde Serie 2 cooler. Hä? Ist das auch selten? Nee. Das ist doch nicht auch... Ah, das ist die, die so angeschnitten ist. Die ist selten, oder? Die sehen vielleicht dann tatsächlich auch so aus. Hm. Oder ist das wieder gar nicht... Heißt das gar nicht selten? Sind das nicht die seltenen? Frozen Moment. Ach doch, das heißt Frozen Moment, weil die im Moment quasi frozen sind. Also die sind gestoppt und deswegen sehen sie halt so aus. Frozen Moment. Deswegen hat man hier auch so ein Pizzastück, was gerade rausgezogen wird. Hier Pommes hier rausfliegen. Und jetzt checke ich das auch alles hier. Die Nudeln, wo dann da oben die Stäbchen in der Luft schweben. Deswegen heißt es Frozen Moment. Ah, ist das cool. Scented Minis? Die duften. Ich möchte bitte welche, die duften. Nein, jetzt will ich noch mehr von den Kugeln haben. Ich finde die so cool. Oh, da, lecker. Das ist aber nicht das, was ich habe, oder? Cinnamon. Oder ist das? Es sieht doch aus wie der Center of the Roll. Aber eigentlich sieht es nicht aus wie der. Das ist übrigens die Cinemax-Schrift, ne? Nur mal so nebenbei. Das ist halt Kino. Kino-Flair. Witzig. Vielleicht finde ich da noch was anderes. Ich glaube nicht, dass das Cinnamon-Dings ist. Es gibt Geld. Alter, nice. Ich glaube, das ist doch das Zimt-Ding. Es sieht halt einfach nur komplett anders aus. Ist viel heller da auf dem Bild. Oh, warum nicht? Okay, aber es ist auf jeden Fall das Ding hier. Aber ich habe doch nicht alles gefunden. Stimmt, den hier, den hatte ich noch nicht. Cinnabon Bon Bites. Hä, und hatte ich den Shake? Den habe ich auch nicht gesehen. Jack in the Box Strawberry Shake. Das ist doch kein Strawberry, da ist eine Kirsche oben drauf. Nämlich veräppeln oder was? Ey, cool, cool, cool. Ich kann jetzt schon sagen, Serie 2 viel besser. Bin gespannt, was jetzt noch kommt. Da wollte ich das vorhin so loben, dass das bei denen so richtig gut funktioniert. Und dann das. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das so normalerweise in Videos irgendwie viel besser funktioniert. Und dann komme ich. Ich scheine irgendwelche fatalen Fehler zu begehen, dass ich das nicht hinkriege. Einfach nur so eine doofe Kugel zu öffnen. Noch nicht mal so. Hallo. Ach, egal. Ich bin echt begeistert und echt froh. Was soll das? Also ich bin echt froh, dass ich mir das reingeschrieben habe, dass ich mir die wirklich gekauft habe, um die mal auszuprobieren. Und ich merke, dass man, je mehr man auspackt, umso gehypter wird man. Schwierig. Jetzt weiß ich auch, warum man dafür diese ganzen Sammelbücher hat. Für diese Dicker hier. Ah, da gibt es ja so Sammel... Oh ja, so Kästen oder halt auch so diese Bücher, wo man dann halt sowas reintun kann. So ein bisschen wie Sammelkarten von Fußball für Jungs. Irgendwie so Sammelessen für mich. Oh, das ist wieder eine Pizza. Ich sag's euch. Oh, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Ich habe nicht so viel. Bitte nicht die gleiche. Es gibt ja viele verschiedene. Wir haben vielleicht Glück. Moment, ich muss das wieder hier unten machen. Ich habe noch nicht geguckt. Tada! No! Och, lecko mio. Wie viel Pech kann man bitte haben, dass man bei so einer 2x2 Kugeln exakt die gleiche Pizza bekommt? Das ist ja mal richtig bescheuert. Wobei, ich meine, okay, ja, wenn man das so bei seinen Dolls anordnet oder auch wenn man es zum Spielen benutzt, ist es natürlich cool, weil dann kann man sagen, ja, wir machen Pizzaabend und dann bestellt man sich halt verschiedene Pizzen und dann haben halt zwei Leute eben zwei Pizzen bestellt. Insofern ist das dann da nicht so schlimm. Aber wenn man es halt sammeln will, was ich jetzt gerade versuche, ist es natürlich bescheuert. Aber ich habe auch viele Dolls, das heißt, da kann ich es auch noch trotzdem benutzen. So, bitte was Hübsches. Wieder sowas Cooles in der Verpackung. Oh, wieder dieses Cinnabon. Man kann oben reinschauen und ist wieder so eine richtige Verpackung, die hoffentlich, ja, sie funktioniert. Sie ist nicht aus Papier. Sie ist aus Plastik, aber beklebt. Boah, das sieht aus... Kann man nicht rausnehmen, ne? Ich glaube, das ist befestigt. Die anderen Dinger sind ja auch befestigt gewesen. Das ist so eine fette Zimtschnecke? Ich glaube, das ist wieder Gebäck. Heating Instructions. Da stehen sogar die Heating Instructions. Ich meine, soll man natürlich nicht in echt machen, ne? Aber wie witzig ist das denn? Ey, voll cool. Das passt auch so gut in meine Küche. Ich meine jetzt nicht in die echte Küche, ne? Sondern hier in die Miniverse-Küche. In der echten Küche, da würde ich das nicht hinstellen. Das ist zu viel. Und dann wird das nur dreckig. Das ist aber ein sehr interessanter Burger. Es hat gerade was geknackt. Oh Gott, habe ich was kaputt gemacht? Ich lasse es einfach mal so. Man kann nicht so richtig reingucken. Das ist ein bisschen schade. Ich versuche euch das mal so ein bisschen hier zu zeigen. Man sieht Käse, man sieht Tomaten, glaube ich. Fleisch. Es ist schon wieder ein Cheeseburger, aber jetzt in einer anderen Version. Buttery Jack von Buttery Jack. Kennt man, glaube ich, nicht. Kann man aber... Oh! Oh! Oha! Ich kann es schließen. Hä? Dann kann man das doch schließen. Nee, ich will es nicht kaputt machen.
Nee, lieber doch nicht. Aber davon bin ich ja richtig begeistert. Was ist das denn für eine coole Verpackung hier bitte? Und da kann man es aufmachen, aber man kann es leider nicht rausnehmen. Warum kann man das nicht rausnehmen? Das fände ich noch cool, wenn man das auch noch machen könnte. Vielleicht geht das ja auch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Kann man das rausnehmen? Ich bin immer zu vorsichtig, glaube ich. Aber es ist alles so befestigt. Deswegen, Ach so, Rippchen. Doch nicht. Ich meine, ich bin kein Rippchenesser, deswegen trotzdem nicht. Sind das Pommes da drunter? Ich denke mal. Oder Rippchen isst man doch eigentlich mit Pommes, wenn dann. Aber die sehen halt so matschig aus. Und auch das hier kann man wieder verschließen. Vielleicht ist das ja auch auf so einem... Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Ist das irgendwie mit so einem Ding hier nur befestigt? Ich trau mich nicht. Sag mir das bitte einfach. Es kann halt sein, dass es einfach nur an so einem, auf so einem Nupsi so draufgesetzt ist, dass da halt quasi ein Loch drin ist und dass man das dann doch abnehmen kann. Das wäre natürlich mega. Ach, der gibt jetzt. Oh, ist das cool. Fridays. TGI Fridays. Diese Verpackung. Der Hammer. Eins habe ich jetzt noch. Wir haben kein Getränk. Wir haben noch gar kein Getränk. Wir brauchen irgendwas zu trinken. Bitte komm, gib mir irgendwas Cooles. Oder was Goldenes natürlich. Ja, das nehme ich auch. Nein, es ist nicht Gold. Und es ist auch nicht zu trinken. Aber es ist cool. Hä? Ich habe eine richtige Glocke? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann es rausnehmen. Ich glaube, man kann es wirklich... Warte mal. Kann man das wirklich hier abmachen? Es sieht irgendwie so aus, als könnte man das so reinsetzen. Ich habe keine Ahnung. Soll das Sushi? Ist das Sushi? Am ehesten, oder? Am ehesten Sushi. Kura. Da steht Kura, aber ich weiß nicht, was Kura ist. Man kann es halt hier so reintun. Es hält halt überhaupt gar nicht gut. Und dann kann man das so verschließen. Hä, was soll das? Wieso geht das nicht zu? Mach das doch mal ordentlich hier. Was soll denn das? Ich mache es einfach so rum und dann geht nicht. Das ist ja sehr weird. Ah, jetzt habe ich es. Muss das richtig anordnen irgendwie. Jetzt habe ich hier so eine Warmhalteglocke. Kura. Auch hier steht wieder Kura drauf. Nice. Ja. Also, das ist mir fast schon zu viel. Davon erkenne ich ja nichts mehr. Aber ich bin von der Machart extrem begeistert. Es hat sich sehr gesteigert von Serie 1 zu Serie 2. Also, ich bin ehrlich, Leute, das wäre schon ein Video genug. Ich müsste jetzt eigentlich keine Miniverse mehr öffnen, weil das ja dann nochmal was komplett anderes ist. Ja, Getränke haben wir leider gar nicht. Ich habe den da. Jack in the Box. Das ist der mit dem Käse und so. Den haben wir gefunden einmal. Dann habe ich ja leider nochmal die Pizza, was sehr ärgerlich ist. Hier unten, die Dinger hier. Glazed Ribs. Warum ist das grün? Hä? Was bedeutet grün? Moment, habe ich nicht gefunden. Muss ich auf der anderen Seite gucken. Jetzt habe ich erstmal alles umgeschmissen. Perfekt. Mini-Minis. Was? Hä, was, wieso Mini-Minis? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Mini-Minis. Ah, so. Die gibt es auch. Ich sehe gerade hier, dass es das gibt und das nochmal in klein. Heißt das, dass das klein? Aber das ist doch nicht klein. Dann ist das nicht das. Dann habe ich nicht den. Ich habe den da. Die 50. Ach so, ich verstehe. Wait, ich glaube, ich habe den da. Der riecht. Was muss ich testen? Hä? Ich rieche nur Nagellack. Nein, ich glaube, es ist nicht der Duftende. Ach, den gibt es auch in nicht duftend, wenn ich das richtig sehe. Hier, das ist der ohne Duft. Ach Mensch, ist das doof. Jetzt habe ich gerade so gefreut. Oder ist das sogar der? Der da? Ja, das ist der. Es gibt verschiedene. Wo ist denn diese komische Glocke? Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Ach so. So, den habe ich hier komplett übersehen, weil ich die Glocke nicht erkannt habe. Das Ding da. Kura Ikura Gunkan. Sushi. Sushi Kura Ikura. Ey, ist so gut wie nie Sushi. Ich mag ja keinen Fisch. Wobei, wenn, dann tatsächlich bei Sushi eventuell so ein bisschen. Aber am liebsten Avocado dann oder Gurke oder so. Aber trotzdem. Trotzdem cool. Ja, es hat sehr viel Potenzial, um sich vielleicht nochmal welche zu holen. Und ich freue mich dadurch umso mehr über die anderen, die ich mir auch noch geholt habe. Die anderen Serien. Kann ja jetzt auch einfach sehr cool werden. Freue mich besonders eigentlich auf die Fashion-Sachen. Die sind auch echt toll. Also ich weiß nicht, ob die toll sind. Ich hoffe, sie sind toll. Aber ich bin wirklich sehr gehypt jetzt gerade. Und dann machen wir weiter mit denen, die ich schon kenne. Wenn ich jetzt irgendwas habe, tja, was machen wir denn? Was machen wir, wenn ich jetzt irgendwas finde, was ich schon kenne? Ich meine, prinzipiell, entweder mache ich es nochmal und ich verbessere es, weil ich ja hoffentlich inzwischen besser geworden bin mit dem Basteln. Oder aber ich verfeinere es. Oder aber ich mache mir einen Magneten daraus, weil wir haben wirklich sehr viele Magnete, die hier noch so rumfliegen. Also Charlotte hat immer Magnete, ne, zum Basteln und so. Da kann ich mir einfach welche nehmen. Oh, ganz ehrlich. Das als Kühlschrankmagnet, das ist doch auch der Hammer. Das ist so schön flach. Oder einfach nur die Pizza ist auch cool. Herrlich. Wenn man überlegt, wie viel Geld hier eigentlich drin steckt, ne? Das ist schon krass. So, ich sehe was, was schon mal einen guten Hinweis gibt, was vielleicht gut sein könnte. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ich sehe etwas, was vielleicht gut sein könnte. Rise and Shine. Ich glaube, ich habe das in Gelb gehabt. Hatte ich das auch bei dem Toast? Ist jetzt die Frage. Puh.
Ich habe ja schon mal einen Toast gehabt, aber mit Banane. Banane und Erdnuss, also Erdnussbutter. Ja, hier ist unser Tisch, ne? Das muss man auch mal mitbedenken. Bei den anderen hat man natürlich immer nur 5 Sachen. Jetzt zum Beispiel so, ne? Das wäre jetzt normalerweise eine Kugel. Packst du einmal aus und dann hast du das. Hier hast du einen Tisch zum Anrichten, wo du nachher was raufstellen kannst. Du hast halt immer nur ein Gericht. Dann hast du das zum Drunterlegen. Zigtausend Anleitungen. Read me first, das brauche ich nicht. Ich kenne das ja inzwischen. Dann haben wir hier unseren Sammelzettel. Da gucke ich erstmal auch nicht drauf. Eigentlich kenne ich die ja schon, die Sachen. Dann haben wir hier ein paar Tüten. Was auch noch dazu gehört, ist natürlich das hier. Man hat hier eine Glocke. Da kann man oben einen Nupsi reintun und dann hat man, ja, so geht das jetzt natürlich nicht, aber man kann hier das einfach irgendwo so anrichten oder halt hier reintun und da drin anrichten. Muss man auch mal mit bedenken, ne? Weil das zählt ja auch dazu, zu dem, was man quasi kauft. Genau, das hier ist der Nubbel für die Glocke hier. Die werde ich auf jeden Fall rausholen. Was natürlich ein Nachteil ist bei denen hier. Man hat nur ein einziges Rezept und zahlt ja immer nur für das einzige Rezept. Und wenn man dann das doppelt hat, ist es natürlich schon ärgerlich. Man kann die Sachen aber anders kombinieren. Also das heißt, wenn man sich eine andere Kugel kauft, kann man hier immer noch Dinge miteinander kombinieren und variieren. Ein Teller? Ein Teller. Leute, ich habe einen Teller. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe einen Teller. Was hole ich zuerst raus? Das hier. Besteck. Besteck müsste ein Messer sein. Oh, bitte. Es müsste ein Messer sein. Ich meine, es könnten auch noch Waffeln sein. Waffeln sind eigentlich auch cool. Aber wenn es ein Messer wäre, wäre es natürlich toll. Es ist eine Gabel. Nö. Dann wird es wahrscheinlich kein Avocado-Toast sein. Oder Avocado-Toast wäre, glaube ich, keine Gabel bei. Nein. Nein. Ach, wir waren schon so nah. Aber ich würde mich auch sehr freuen über Waffeln. Ich habe jetzt extra nicht drauf geguckt, weil ich mich ja gerne überraschen lassen will, was hier noch so kommen kann. Was ist denn noch nicht so eindeutig? Ich weiß nicht, was ich zuerst aufmachen soll. Vielleicht die Flasche? Wo ist die denn? Keine Ahnung. Ist das die Flasche? Ich glaube, das hier müsste, glaube ich, die Flasche sein, ja. Aha, aha. Wir haben Maple-Sirup. Ah, sagt mir tatsächlich gar nichts. Könnte, doch, es könnte immer noch Walnuss. Es könnte immer noch eine Waffe sein. Und ein Aufsatz. Ach, hier war das ja immer noch so, dass ich das aufschneiden muss, ne? Und man soll es wohl doch nicht so warm machen, weil das Resin dann schneller anzieht. Es gibt aber auch immer wieder unterschiedliche Mitteilungen von euch. Das ist schon schwierig. Da weiß ich immer gar nicht, worauf ich mich jetzt verlassen soll. Da habe ich mich irgendwie, habe ich sie ins Wasserbad gemacht und dann war es dann in dem Fall doch nicht so gut. Hä? Jetzt bin ich ja total verwirrt. Was soll das denn jetzt? Wieso habe ich denn eine Sahne? Oh, vielleicht doch Waffel. Oh, ich hätte gerne diese kleinen Sahnetupfer von den Halloween-Dingern. Wenn ich da noch welche über hätte. Oh, das wäre so cool. Aber die habe ich leider alle verbraten. Schade. Es wäre so cool, wenn es von Miniverse einen Adventskalender geben würde. Es wäre der Hammer. Ich glaube, es gäbe wirklich viele Leute, die sich den holen würden, weil man einfach so cool die Sachen miteinander kombinieren kann. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt halt so ein paar Grundsachen, wie zum Beispiel Toast oder ein Glas und dann verschiedene von diesen Soßen, ne? Dass man halt verschiedene Farben hat und das dann so kombinieren kann, wie man möchte. Dann hat man verschiedene Obstsorten, Bananen und Himbeeren und Erdbeeren und bla. So, das würde ja alles total gut funktionieren. Und dann hat man halt entweder am Ende zu Weihnachten quasi die Möglichkeit, das alles zu machen oder währenddessen, dass man da schon mal sagt, okay, cool, ich mache jetzt schon mal hier dies oder schon mal das. Oder ja, ne? So, das, ich glaube, das würde richtig gut ankommen. Die hole ich schon mal raus, die Sahne. Jetzt ist natürlich zu spät, einen Adventskalender zu gestalten. Ich glaube nicht, dass sie einen haben, weil sonst hätte ich den sicherlich irgendwo schon gesehen. Ich habe jetzt nicht speziell danach gesucht, aber ich glaube, hätte ich schon gesehen. Oh, Erdbeeren. Oh, cool. Sogar auch so ganze Erdbeeren. Nice. Ja, also man muss ja schon sehen, was man im Vergleich zu den anderen Kugeln auch hier drin hat, ne? Wenn man jetzt hier zum Beispiel einmal so einen fertigen Shake hat, da hat man ja keine irgendwas drin. Da hat man vielleicht einmal so eine Erdbeere oben drauf. Aber die hier sieht auch cool aus. Die sieht ein bisschen filigraner aus. Die ist ein bisschen quietschiger, so von der Farbe her. Und man hat halt vor allem was zu tun. Und man kann es halt so machen, wie man selber will. Oh mein Gott, das sind wirklich Waffeln. Und das hier behält man natürlich am Ende. Also dieses Package hier, das behält man. Man macht halt die Waffeln, aber das sieht halt immer noch sehr schön aus. Und das ist auch wirklich hübsch, muss ich sagen. Und es ist auch nicht so dahingerotzt. Also es ist wirklich eine hübsche Verpackung. Weil ich sag jetzt mal, wenn man so dieses Billo-produzierte Zeug hat, das sieht dann nicht so gut aus. Ich hoffe halt immer nur, dass ich es nicht kaputt mache. Oh, und dass es halt nicht rot wird durch meinen Nagellack. Ja. Ja, ach Gott, ich hab's. Oh nein. Ah, doch, alles gut gegangen. Alles in Ordnung. Nice. Die sehen so toll aus hier. Wow. Oh, sind die schön. Ich liebe die Waffeln. Okay, Avocado-Toast. Das tut mir leid, aber ich habe noch eine Kugel. Also ich habe noch eine Chance auf einen Avocado-Toast. Ah.
Cool. Wie soll das wohl aussehen? Muss ich mir gleich erstmal angucken. Dann haben wir hier die Erdbeeren. Die kann ich auch schon mal aufmachen. Ich finde es auch so süß, dass man nicht nur die Scheiben hat, sondern auch noch zwei Deko-Erdbeeren. Das passt jetzt natürlich besonders gut zu meinem Nagellack, wenn ich es denn mal aufkriegen sollte. Ja. Ach, guck mal, wie süß. Oh, schön. Und die Sahne, die kommt dann wahrscheinlich auch noch irgendwo oben so als Klecks drauf. Oder tut man die daneben? Nee, da haben wir keinen Platz für. Vor allem müsste ich das ja dann da irgendwie festkleben. Klebe ich das jetzt hier überhaupt so drauf? Muss gerade mal nachdenken. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber jetzt würde ich es, glaube ich, so wie ein Gericht anrichten, dass ich dann das habe. Das ist dann quasi so ein bisschen wie die Mini-Brands. No! Jetzt ist es hier auch kaputt gegangen. Beim Reindrücken. Ich kann diesen Nagellack nicht empfehlen. Es sei denn, man möchte nichts tun. Dann ist der schön. Schade. Sonst leider nicht. Aber ich muss sagen, gefühlt eignet sich kein einziger Nagellack, wenn ich hier aufnehme. Von einem Video. Leute, guckt euch das an. Katastrophe. Oh, da ist es ja schon. Ah. Ich muss euch leider nochmal all das zeigen, was ich unbedingt haben möchte. Ich möchte das hier haben. Dieses wunderbare Avocado-Toast, weil ich Avocado-Toast liebe. Nicht unbedingt mit Toast, aber mit Brot. Und ich finde Avocados so unfassbar lecker. Dann habe ich das hier. Habe ich ja schon. Von den Torten habe ich leider nichts. Bis auf diese Limettentart. Das ist ja die da, glaube ich, sogar. Ja, Lemon Tart, genau. Den da habe ich. Banana Pudding, der war auch cool. Den Cherry Pie, den fand ich auch sehr nett. Ach, der Kaffee war gar nicht hier, der war bei der anderen Serie. Ich denke die ganze Zeit so, hä? Ah, ne, den Banana-Dings hatte ich den doppelt? Irgendeinen hatte ich doch doppelt. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt den hier. Da bin ich bisher echt gut weggekommen. Ich habe von allem so ein bisschen etwas gehabt. Und hinten auf der Rückseite sieht man dann die Erklärung, wie man das zu tun hat. Ich habe auch meine UV-Lampe hier vorne schon stehen, damit ich das gleich aushärten kann. Wisst ihr eigentlich, dass ich so ein Trottel bin? Ich hätte das ja mal vorher machen sollen. Jetzt muss ich gleich warten. Das ist ja bescheuert. Naja, ich glaube, ich kann das einfach so anrichten, wie ich möchte. Ne? Ich bin da mal ganz frei. Also, ich tue erstmal das zur Seite, damit ich hier nichts einsaue, was ich ja sowieso tun werde. Soll ich diese Gabel mit einarbeiten, ist jetzt die Frage. Hier ist sie mit eingearbeitet. Also, ich könnte sie halt hier irgendwie so unten drunter quetschen oder da hinten dran. Da sieht es blöd aus. Ich glaube, wenn, dann lieber vorne. Bin mir nicht so sicher gerade, ob ich... Ich muss ja erstmal die Dinger hier anordnen, wie die liegen sollen. Ja, ich könnte mich schon am Bild orientieren. Einfach mal versuchen, das mal so nachzumachen, um dann festzustellen, dass es in die Hose geht. Ich finde halt so von der Bildkomposition sieht es schon ganz gut aus, um euch das hier nochmal einmal so zu zeigen. Die Sahne sitzt natürlich ein bisschen schief. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber hier kriegt man sie ja nicht unten drunter. Das heißt, muss dann wohl schon so ein bisschen so sein. Wir haben auf jeden Fall um einiges mehr von diesen Erdbeeren als da abgebildet. Mal sehen, wie viele ich hier drauf klatsche. So, ich habe es mal ein bisschen freigeschnitten. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Eigentlich ist das ziemlich gut. Also sah sehr flüssig auch aus. Ich glaube, das wird uns keine Probleme bereiten. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich... Doch, ich glaube, ich nehme das mal lieber. Sicher, sicher. Ich kenne mich doch. Wir versuchen es mal so zu drapieren. Ich weiß noch nicht genau, was ich tue. Was tue ich denn? Vielleicht kann ich ja so eine schöne Linie hier mal ziehen. Ah, jetzt kommt was. Oh. Ah, ihr seht nichts. Ah, ich sehe hier. So, das hier so runter. Boah, das sieht aber auch lecker aus. Nein, nicht runter. Doch, warum nicht? Lauf ruhig runter, ist okay. Oh nee, eine Blase. Boah, das sieht ja mega lecker aus. Aber das bleibt, glaube ich, hier nicht, oder? Oh, das wäre so cool, wenn man hier so einen Tropfen hätte, der da so runterläuft. Das sieht bestimmt auch richtig nett aus. So, boah, das sieht cool aus. Habe ich hiervon genug? Ich meine, eigentlich soll das ja dann auch, oder soll es gar nicht unten festkleben? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Doch, irgendwie schon. Irgendwie hätte ich das schon gerne, dass das hier so runterläuft und dann da festklebt. Ohne Blase. Ich brauche halt hier irgendwie so ein bisschen Material, dass ich das draufkleben kann. Nein, mein Finger. Es ist wieder soweit. Ich habe wieder Blödsinn gemacht. Können wir es noch einmal bewegen, bitte? Komm schon, ich weiß, es sitzt noch nicht richtig. So, ja. So, so ist es okay. Aber ich glaube, jetzt klebt es halt auch nicht aneinander fest. Ich meine, eigentlich müsste es hier aneinander festkleben. Was ist denn, wenn ich hier oben noch so ein bisschen so über die Sahne auch drüber mache? Oder ist das uncool? Okay, ist uncool. Manu, jetzt ist es so spät, jetzt ist es oben drüber. Jetzt brauchen wir vielleicht noch mehr davon. Wir brauchen erstmal hier so diese Deko-Erdbeeren. Die kommen hier an die Seite. Einmal so und dann eine... nein, nicht so. So irgendwie. Das wäre gut, ja. Kann bitte hier dieser Fake-Honig mal runterlaufen? Das sieht einfach so lecker aus. Ich meine, dafür, dass ich sowas tatsächlich nie esse, finde ich es einfach so krass lecker. Warum esse ich sowas eigentlich nicht? Ich weiß nicht mal, ich habe nicht mal mehr ein Waffeleisen. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Doch, ich möchte auf... Nein, es ist komplett verschwunden. Oh nee, jetzt finden es gleich die Katzen. Ich krieg die Krise. Mann, es ist da unten runtergeflogen. Braucht doch die Beeren. Oh, jetzt habe ich es gar nicht gesehen, ne? Hier, da wollte ich sie so ein bisschen übereinander anordnen. Hier hinten brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Oh, das ist, eigentlich würde ich ja gerne alles verbrauchen, aber dann denke ich immer so, vielleicht brauche ich das ja irgendwann nochmal. Aber nee, dann ist das bestimmt eh voll eingetrocknet. Ach komm, ich hau das hier alles raus.
Dann machen wir vielleicht doch noch. Oh, das war gerade gut. Nein, wie kriege ich denn das jetzt nochmal hin? Ich muss das nochmal reproduzieren. Das war so ganz, ganz fein, dieser Faden. Oh, ich wollte ihn einmal hier so außen rumziehen, sodass man den so nicht so von der Mitte, das von der Mitte ist blöd. So, die Erdbeeren kann man halt auch richtig gut mit irgendwelchen anderen Sachen, die Waffeln meine ich, kann man so richtig gut mit irgendwelchen anderen Sachen noch kombinieren. Hier kommt noch was hin. So, hier oben muss eigentlich auch noch eine Erdbeere drauf. Sonst ist das ja ein bisschen unfair. Ach, guck mal. Ich lehne die einfach hier so an die Dings hier dran, an die Sahne. Dann sieht man auch diesen blöden Propfen da nicht so. Vielleicht können wir hier auch noch was dran lehnen, hier vorne. Ich versuch's mal hier vielleicht. Darf ja nicht vergessen, dass die Gabel da auch noch befestigt werden muss irgendwie. Ich hau die da alle rauf, die Erdbeeren. Wir machen hier noch eine hin, so an der Seite. Ich meine, man möchte ja auch ein paar Erdbeeren haben, wenn man so eine Waffel isst. Ich muss jetzt gleich noch die alte, muss ich wieder finden. Die andere Erdbeere. Nein, ich habe in irgendwas reingefasst. Wie schaffe ich das nur immer, dass ich irgendwo hinkleckere? Da ist doch wieder was. Oh, ich weiß. Leute, ich weiß. Wir machen hier die Gabel hin und auf die Gabel eine Erdbeere. Und jetzt suche ich die mal. Ja, Erdbeere weg. Vielleicht finde ich die ja irgendwann nochmal wieder. Aber ich habe mir überlegt, dann nehme ich stattdessen halt zwei Brombeeren. Oder soll ich die alle nehmen? Ich habe nur noch drei. Aber irgendwie macht das Bild kaputt. Wenn ich jetzt hier mal so überlege, guckt euch mal, ja, wenn ich jetzt hier noch drei von denen da drauf tue. Ich bin gerade nicht so überzeugt. Ich glaube, ich lasse es lieber einfach so. Aber dann habe ich jetzt natürlich keine Erdbeere auf meiner Gabel. Dann muss ich ein bisschen umdisponieren. Dann nehmen wir einfach... was machen wir denn? Wir nehmen die Erdbeere da. So, erstmal so hier hinlegen. Jetzt mache ich gerade alles kaputt, ne? Okay, die verabschiedet sich, dann nehme ich die da. Und leg die hier drauf. So, ich habe es ja ein bisschen hier rumgeschoben. Ich würde sagen, vielleicht könnte man das so lassen. Und dann versuche ich das jetzt hier irgendwie noch miteinander zu verbinden, dass das hier auch klebt. Es soll ja so richtig schön sapschig aussehen. Und eigentlich brauche ich ja auch unten drunter, ne, dass es hier so von unten klebt. Ich mache einfach so einen Klecks Resin hier unten an die Gabel. So würde ich es jetzt hier vielleicht hinlegen. Jetzt steht es sogar auch ein bisschen. Sieht auch ganz nett aus. Oh, das ist zu viel. Also jetzt werde ich ja wirklich pingelig langsam. Ich mache hier oben nochmal so einen... leider bricht das immer so schnell wieder ab. Ich würde so gerne hier so ein bisschen im Kreis das runterziehen. Ah, wobei, vielleicht ganz cool. Ich hoffe, dass das hier auch hält mit den Erdbeeren. Ich hätte ja vielleicht unten drunter immer noch ein bisschen mehr machen müssen. Aber das dauert doch richtig lang, bis das jetzt trocknet. Ich muss auf jeden Fall hier die Erdbeeren auch noch von oben so ein bisschen eintunken. No, no, no. Ah, jetzt hängt das hier dran. So. Ist eigentlich noch ein bisschen weiter nach unten. Das muss auch nochmal von oben so schön eingesapscht werden. Das darf ja auch hier unten richtig in der Soße schwimmen. Es muss ja so aussehen, als würde das hier auch runtergelaufen sein. Das sieht es jetzt gerade noch nicht. Die Sahne muss auch gut drin schwimmen. Boah, das ist jetzt, das sieht so aus wie so ein Zuckerschock. Jetzt hätte man so einen ganzen Honigpott da drüber geschüttet. Aber richtig lecker. Das sieht ja meistens dann, wenn es getrocknet ist, auch nochmal anders aus, ne? Es verläuft ja dann nochmal ein bisschen. Ihr seht es jetzt ja auch gerade nur von oben. Ihr werdet es ja dann nachher auch nochmal... Nein, es ist schon lecker. Nachher dann auch nochmal von der Seite sehen. Ich muss aber sagen, so unzufrieden, wie ich beim letzten Mal war, ne? So zufrieden bin ich jetzt dieses Mal. Dreh hier. Ich muss mir das alles nochmal von jeder Seite anschauen, dass das auch überall gut aussieht. Ich habe gerade so das leichte Problem, dass die Waffeln vielleicht nicht aufeinander kleben. Deswegen muss ich hier nochmal was in die Ritzen reindrücken. Boah, ich hoffe, das reicht. Es schwimmt einfach nur. Ich finde, es sieht gut aus. Ich hoffe halt, dass es am Ende dann nicht zu unrealistisch ist. So, also mein größtes Problem ist gerade, dass es bitte alles so bleiben soll, wie ich es jetzt hier angerichtet habe. Ich schalte jetzt meine UV-Lampe an. Ich wollte gerade sagen, meine Avocado-Lampe. Und dann trockne ich das durch und zeige euch das gleich, wenn es fertig durchgetrocknet ist oder wenigstens angetrocknet ist, dass ich es mal so hochhalten kann. So, ich habe jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen, habe hier auch nochmal gedreht und das ist das Ergebnis. Ich glaube, es ist noch nicht komplett trocken. Ich habe auch noch ein bisschen Angst, das hier so richtig zu bewegen. Aber ich zeige es euch schon mal. Ich finde, es sieht richtig lecker aus. Es sieht zwar so zuckersüß aus, es ziehen sich einem die Backen zusammen. Also die Wangen, natürlich nicht die Backen vielleicht auch. Aber also trotzdem schon schön, oder? Also ich finde, das ist eins meiner Lieblingsgerichte, meiner Lieblingsteller oder was auch immer, die ich da jetzt hergerichtet habe. Ich wollte es euch auf jeden Fall nochmal so von der Seite zeigen. Es sieht nämlich auch so gut aus. Oh mein Gott. Auch mit diesen Deko-Erdbeeren und so. Also das ist echt ein tolles Gericht geworden. Boah. Also wenn das so richtig trocken ist, vielleicht sogar auch für einen Kühlschrank. Ich gucke gerade mal so von der Seite. Dadurch, dass es halt so eine Platte ist, ist es nicht ganz so hoch. Das überlege ich mir nochmal. Aber jetzt bin ich auch begeistert davon, selber mal so komplette Gerichte zu machen, die man auch nicht mehr auseinanderpulen kann. Da habe ich ja vorher immer so ein bisschen Respekt vor gehabt, weil ich immer dachte so, na, da ist man ja so festgelegt. Aber mir gefällt das gerade so unfassbar gut. Und ich meine, sind wir mal
ehrlich, ne? Wenn wir jetzt gucken, was im Vergleich dazu so ein Foodie ist, natürlich jetzt kein Vergleich. Einfach, weil das so viel besser aussieht und weil man es halt auch selbst gemacht hat. Also der Hintergedanke hinter den Foodies ist natürlich eher das Sammeln. Hier zwar auch, aber der große Hintergedanke ist auch das Selbstmachen. Und wenn man auch sich vielleicht noch mal ein bisschen Resin dazu holt, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht irgendwie noch mal was richtig Cooles draus machen kann. Vielleicht kann man die Sachen ja auch miteinander kombinieren. Oder jetzt zum Beispiel hier so ein fertiges Gericht oder so ein fertiges Gericht. Das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Aber ich bin trotzdem auch sehr begeistert von den Mini-Brands, von den Foodies. Also die sind auch toll. Und man kann die Sachen hier auch miteinander kombinieren, finde ich. Wenn man die sich irgendwo in die Küche zum Beispiel stellt oder hier das mit dem. Ich finde sogar fast das vielleicht von der Größe her mit jetzt zum Beispiel einer OMG. Also das ist schon ziemlich perfekt, ja. Man merkt halt, dass es von MGA hergestellt wurde. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch alles zusammenpassen soll. Aber das ist schon ein mega gutes Gericht, auch für sie. Ich bin so happy heute mit dem Video. Und egal, was ich da gerade geöffnet habe, alles, es hat total viel Spaß gemacht. War auch echt teuer. Das muss ich leider auch dazu sagen. Ihr liebt die Dinger ja auch. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch mit den Mini-Brands aussieht. Vielleicht sammelt ihr die ja auch. Ne? So ein paar auf jeden Fall schon, das weiß ich ja. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare zu dem Thema, Vorschläge. Habt ihr auch noch irgendwelche coolen Ideen? Ich finde das ja schön, auch wenn ich dann von euch auch mal so ein bisschen was lese, was ihr so macht. Ich lese das immer sehr, sehr aufmerksam. Auch wie viele es von euch gibt, die mit Resin ja basteln oder auch halt die Nägel zum Beispiel machen, habe ich auch gelesen. Das ist für mich ja totale Kunst. Ich bin ja eigentlich eher so der Trampel bei solchen Sachen. Und gerade wenn es dann schön werden soll, ich mich dann anstrenge, dann hui und geht's dann daneben. Aber naja, mit meinem heutigen Werk bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Ah, danke für die super Thanks, wollte ich nochmal sagen, von Maria Isabella. Nein, jetzt habe ich es ganz am Ende des Videos gesagt. Ich hoffe, sie hört es noch. Sonst sage ich es irgendwann nochmal. Und wo war ich stehen geblieben? Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss.